Ich hab hier. Ausgerenkte Gelenke und Lungenschaden. Erste Hilfe. Ach, hier steht das, welches was gibt. Ich habe immer unten geguckt. Okay, ausgerenkte Gelenke. Da muss ich noch was finden für. Okay, hier darf ich nichts mitnehmen. Ist klauen. Hier ist niemand. Weiter geht's. Alles durchsuchen hier. Wie heißt das Game, wenn ich fragen darf? Starfield. Ich glaube, ich habe da unten jemand gehört. Ich muss gucken. Hier geht's weiter runter. Hier geht's nicht weiter. Dankeschön, G-Time. Kein Problem. Also, wenn euch das Game interessiert und ihr überlegt, euch das zu holen und wollt ein paar Euro einsparen, sei es egal für die Xbox oder auch für den PC, dann kann ich euch nur meinen Partner Instant Gaming empfehlen. Wenn ihr unterstützen wollt, Ausrufezeichen IG auf Instant Gaming, kriegt ihr nämlich die Spiele deutlich günstiger, als wenn ihr euch die zum Beispiel auf Steam holt. Außer es ist natürlich irgendwie ein ganz krasser Sale gerade oder so bei Steam, aber meistens kosten die Spiele im Schnitt das bei Instant Gaming, was sie zum Beispiel bei Steam in einem Sale kosten. Deswegen, also wenn ihr euch Starfield holen wollt, einfach mal auschecken. Vielleicht kriegt ihr es da deutlich günstiger. Okay. Müssen wir mal schauen. Also der zeigt nach oben. Ja, mal ein bisschen hoch hier. Das geht ja auch noch hoch, ne? Habe ich angedockt. Den Gefangenen. Das
ist ja ein verwirrendes Raumschiff hier. Okay. Hier scheint sogar richtig zu sein. Barrett, lass mich doch mal... Du bist ja so nervig, Dude, ne? Odins Ronja, moin. Nee, ich spiel nochmal. Oh Gott. Gehört jetzt uns. Vorsicht! Was? Hier ist es gefährlich. Gut, dass es Leute wie dich gibt, die helfen. Wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Lass hören. In letzter Zeit denke ich viel an meine Anfänge bei der Constellation. Aus reiner Nostalgie habe ich ein paar alte Sachen wieder hervorgekramt. Dabei habe ich mir auch Urbans letzte Nachrichten an mich angehört. Wollte nur seiner Stimme lauschen. Es war unwirklich. Die meisten drehen sich um Alltägliches. Aufregende Neuigkeiten zur Biodiversität und zum Pflanzenleben. Aber eines fiel mir auf. In einer Nachricht erwähnt er diesen Job, den er kurz vor seinem Tod in einer Mine annahm. Er meinte, dort ginge etwas Schreckliches vor sich. Der Rest der Nachricht war zerhackt. Interstellare Kommunikation ist nicht immer zuverlässig. Hoffentlich kommst du mal bald zum Punkt. Aber die hier war es schon. Ich kenne das Muster noch aus dem Krieg. Ein Teil der Nachricht war verschlüsselt. Jedenfalls hat Vasco es entschlüsselt. Und es stellte sich heraus, dass Irwin einen Hilferuf an mich gesendet hat. Die Nachricht war nur kurz, aber er klang gequält und aufgebracht. Das war sicher nicht leicht für dich, Barrett. Ja, es war schlimm, ihn so gequält zu hören. Wäre mir seine Nachricht doch nur früher aufgefallen. Irwin wurde also irgendwas in die Schuhe geschoben. Er meinte, sie würden es wieder tun. Er bat die Constellation um Hilfe. Das begreife ich. Glaub mir. Trotzdem will ich wissen, was los war. Er erwähnte einen Gerichtsfall, also ist es dokumentiert. Ich habe da jemand Vertrauenswürdigen, der sich mit dem Gesetz auskennt und mir was schuldet. Ich muss im Voraus zahlen, für anfallende Gebühren oder Schmiergelder. Ich gebe ihm das, ey, 2500 Credits, da plündere ich eine Kiste in einem Dungeon, da habe ich das. Das passt. Ich sag meinem Kontakt, dass die Ermittlung weitergeht. Weißt du, auch wenn er schon tot ist, hat der Klang seiner Stimme meinen Beschützer ins... Oh, aus deinem Mund ergibt alles Sinn. Glaubst du etwa, dass du ihnen damit hilfst? Ich bin dir wirklich dankbar. Heute werde ich kaum Schlaf finden. Aber vielleicht reicht schon mein Entschluss, ihm zu helfen.
Cyroxy, moin. Hoffentlich erregt das Herumstochern nicht die Aufmerksamkeit von Hephaestus. Wie dem auch sei, ich gebe Bescheid, wenn mein Kontakt sich meldet. Ich weiß, schlechter Zeitpunkt, aber ich muss nachher mit dir reden. Digga, wie viel willst du denn noch mit mir reden? Wir haben doch gerade geredet, Kollege. Oh, da oben sind wir aber noch nicht fertig. Ich muss noch mit der reden, wahrscheinlich. Och, nö. Wo ist denn die Dame? Da. Danke nochmal. Das wird immer schlimmer mit den Entführern. Ich... Danke. Aber ich bin noch ganz mitgenommen. Ich gebe mein Bestes. Wenn das okay ist, mache ich mit meiner Route weiter. So ein Levelaufstieg ist geil. Der ist richtig episch in dem Game. Feier ich sehr. Jetzt ist die Frage, Ich könnte natürlich auch überlegen, in Astrodynamik zu gehen, ne? Für einen weiteren Kraftsprung. Aber da kann ich ja auch bessere einsetzen. Antriebssysteme. Logistik. Erhöht die Frachtkapazität 50% mehr. Das ist natürlich geisteskrank, ne? Ich glaube, ich mache das, damit ich Gegner noch schneller und einfacher getötet kriege. So, dann gehen wir mal weiter hoch. Schön, wieder da zu sein. Auch wenn es spaßig war. Ja, was gibt's? So, jetzt haben wir auf jeden Fall einige Aufträge wieder erledigt. So, nach Aquila City geht's.
Hey, willst du das haben? Kleiner Tipp, meine Liebe, die Zwölf. Wenn die Schicht nicht bei mir ist. Du musst mal Phil Burns Bier probieren. Ah, du bist zurück. Wie war's? Die Mission war ein Erfolg. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Willkommen im Turm. Im Turm? Willkommen im Turm. Unser Hauptquartier ist in den oberen Etagen des Turms. Wir haben aber auch Stationen im gesamten Raum des Freestar Collective. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Es gibt insgesamt weniger als ein Dutzend Ranger. Und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Behalte deinen Blutdruck im Auge. Wenn dir schwindelig ist, machen wir eine Pause oder verschwinden. Marshall? Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Entschuldigung. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Absolut, Marshall. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Hey, super. Jetzt kannst du endlich die Marke tragen. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Zeit für brutale Gerechtigkeit. Wissen wir irgendwas über diese Farmerin? Nur ihren Namen. Michaela Wagoner. Es gibt schon sehr lange Wagoners auf Montara Luna, worauf sie vermutlich sehr stolz sind. Was kannst du über Montara Luna sagen? Naja, es ist ein Mond in der Umlaufbahn von Montara. Er hat Atemluft, ein warmes Klima und gute Erde für den Ackerbau. Oh, das klingt ja gut. Klingt recht simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. Von Ranger Wilcox kannst du viel lernen. Brauch niemanden, von dem ich was lernen kann. Ihr könnt eher von mir lernen. Das wollen wir mal lieber so festhalten, dass ihr von mir lernt und nicht ich von euch. Oh, nice. Neue Aufträge. Zieht's euch rein, Chat. Wie viele Aufgaben das sind. Der G hat ordentlich was zu tun. Guckt's euch an. Krawall im All. Mit ihm muss ich reden. Da war aber jemand eifrig und hat es in der Ranger-Auftragsbörse krachen lassen. Darf ich fragen, warum? Die meisten Neulinge sind nicht so begierig. Ich will die besiedelten Systeme sicherer machen. Man verdient gut, wenn man damit klarkommt. Ich will bei den Rangern aufsteigen. Hör zu,
Und ich spreche da aus Erfahrung. Die Auftragsbörse bringt dich nicht weiter. Versteh mich nicht falsch, die finden alle gut. Aber die richtig großen Aufträge gibt es immer persönlich. Alles muss irgendwie erledigt werden. Auch kleine Dinge können zu etwas Großem führen. Damit du es weißt, jeder Eintrag in der Börse stammt von meiner Wenigkeit und wir hatten Glück. Zwischen einigen deiner Missionen scheint eine Verbindung zu bestehen. Eine gewisse Tawny Adams hat die Fäden gezogen. Und du hast sie aufgescheucht. Da du die Arbeit ja schon erledigt hast, verdienst du die Ehre, dich ein für alle Mal um sie zu kümmern. Da bin ich dabei. Ausgezeichnet. Sie wird nicht allein sein. Rüste dich aus und nimm vielleicht jemanden mit. Ich würde dir ja viel Glück wünschen, aber Glück hat damit wohl nichts zu tun. Möge der Aufgabengrind beginnen, GameTuber, ich hab so Bock. Das macht so Laune, diese Games zu zocken. Ich hoffe zumindest, dass sich einige Zuschauer daran genauso erfreuen wie ich. Bei mir Gesetzlose, Ashton. Dann will ich mal sehen, was du im Angebot hast. Komm, laber nicht. Ich will verkaufen hier auch. Im Moment schlafen bestimmt alle. Jeder muss einkaufen, was ja eigentlich gut ist. Kann aber auch sein, dass viele das Game jetzt nicht so interessiert. Hier noch einen schönen Tag. Oder manche wollen sich nicht spoilern lassen, weil die selbst das Game noch zocken wollen oder gerade zocken, ne? Der Wartungstechniker ist in der Hütte vorne. Passen Sie auf. Wie kann ich Ihnen dienen? Haben die, ne? Mittagsschlaf hast du gemacht, okay? Fluglaufbahn berechnet. Nee, ich mag es aber eher zuzuschauen, als immer zu chatten. Ich mag ganz gerne Leute, die chatten. Ich sag jetzt mal ganz dreist, ich mag lieber Leute, die chatten, als lieber Leute, die nur lurken. So. Mann, warum hast du denn schon wieder einen aus dem Antrieb genommen hier? Hau den doch da rein. Sonst klappert das, als wenn mein Raumschiff eine alte Mühle wäre. Funny Gamer, Dankeschön für 32 Monate. Mal sehen, wie du ohne Antrieb kämpfen willst. Liebe geht raus. Mal sehen, wie du ohne Scheißhaus scheißen willst, wenn ich dich jetzt wegballer. Bam. El Gordo, moin. Hundertachtzig.
Plutonium. Okay. Let's go. Das plündern wir noch und dann mache ich mich auf den Weg zu meiner Mission. Verlassene Waffenstation. Da kannst du dein Raumschiff Millennium Falcon nennen, wenn alles klappert. Der sieht aber nicht aus wie ein Millennium Falcon. Da müsste ich erstmal einen bauen. Ich habe ein Déjà-vu. Nix Déjà-vu. Warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes, Barrett. Hey, Captain. Kann ich... Okay. Ich warte hier. Sei vorsichtig. Je eher wir auf Mantara Luna sind, bis dann. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Digga, der ist ja trotzdem jetzt hier. Und warum ist der Vasco jetzt auch noch hier? Shit, macht der Damage. Digga.
Krawall im All. Junge, wenn die da so ein Damage raushauen, ist kein Wunder, ich hier meine ganzen Heilungssachen verballer wie sonst was. Schon gelesen. Gucken wir uns mal hier rum, Herr Gras. Moin. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Gold, Gold, Gold haben wir gekriegt. Den ganzen Stuff nehmen wir auch mal mit. Das ist aber eher eine Sniper, ne? Die Beowulf. Oh, die macht 32 Damage. Ach, das ist die ausgerüstete von mir. Boah, die macht gut Damage, ey. Die hat einen Wert von 18.000. Holy shit. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Ich bin sofort wieder da. Also 91 Damage ist ja schon, holy moly, das ist ordentlich, ne? Und Gegner können beim Tod zusätzliche Medipacks hinterlassen. Also, die ist ja schon wirklich sehr, sehr schick.
Irgendwie gefällt mir der Damage noch nicht so ganz. Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich habe mir echt mehr erhofft von der neuen legendären Waffe. Bin ein bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen droppt die in meinen Augen viel zu selten. Also ich habe 2 Gegner gekillt, da würde ich schon gerne eher was drin haben, aber ich spiele weiter mit meinen Waffen bisher. Ich bräuchte eine gute Maelstrom, eine legendäre noch. Meister. Oha, da haben wir jetzt gut was zu tun. Zack. Zack. Dann die 4. So. Ja. Das haben wir. Das, ja. Ach, eine Pistole. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Nichts. Schlüssel. Kaliber Big Bang. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hallo. Okay, mit dem Diogo muss ich da reden. Okay. Ah, traut es halb Glück allein. Das ist ja meine Kuschel.
Wir sind wieder im All. Let's go. Das heißt, jetzt können wir wieder zur nächsten Aufgabe uns auf den Weg machen. Sprung. Da. Crimson Fleet. Kapitän. Halt dich von dem Zeug fern. Glaub mir, Koma. Das ist so schlimm. Mal sehen, was du kannst. Let's go. So viel zum Thema, mal sehen, was du kannst, ne? Ich glaube, das hat er jetzt ganz schnell gesehen, was ich kann. Let's go! Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Landestelle sauber. Runter. Anzug ein. Weißt du, die feindseligen Welten faszinieren mich am meisten. Ich kann das Leben sicher bezahlen. Direkt erstmal hochgesprungen. Wenn das hier schon so losgeht. Kollege? Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Komm, 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 komm. Ich bin ganz Ohr. Du bleibst geht hier. Klar, Captain. Gar kein Bock auf dich, Typ. Du gehst mir so auf die Nerven. Mit deinem Hinterhergelaufe. So, jetzt untersuchen wir hier alles mal. Auf Nimmerwiedersehen.
Das hört sich an, als wenn hier irgendwo ein Alarmschalter wäre. Drecksäcke. Also wenn da in dem riesen Tresor jetzt nicht was ordentlich drinne ist, ne? Dann, Wait, welchen hatte ich jetzt genommen? This. Und der hat... So, ja. Also, so und so. Den kann ich leider nicht nehmen. Der geht. Ja. Okay, let's go. Chat, ich bin traurig. Ich bin ganz, ganz traurig, Chat. Ich tue die ganze Zeit hier die... Tresore knacken, aber in den Tresoren kriege ich halt nie das, was ich will. Ich brauche mal unbedingt eine gute Waffe hier für mich. So eine Maschinenwaffe hier, so ein Maschinengewehr. Eine Maelstrom oder so. Irgendwie. Ja, was Schickes halt, ne? Irgendwie will mir das Spiel das nicht geben. Weiß auch nicht warum. Wieder was zum Aufknacken. Okay. Das kann ich hier nehmen. Es geht auch nur hier. Genauso wie die. Perfekt. Oui. Mal einen rückgängig machen. Schade. Den darf ich nicht verwenden. Den muss ich verwenden. Dein Ernst? Ich habe hier die Tür aufgeknackt, um einen Turban zu finden? Was will ich damit? Ich will keinen Turban, ich will eine geile Waffe haben. Wer kam denn auf die Idee, von denen da einen Turban hinzumachen?
Och Mann, jetzt haben die hier wieder einen Alarm ausgelöst. Ist halt wieder am Jaulen hier. Gibt viel, viel, viel bessere Waffen. Die ist nicht so gut, Tetris Gamer. Kopfbedeckung gepolstert. Entgifter. Eine Expertentür. Da wollen wir mal hoffen, dass die Expertentür mich jetzt nicht enttäuscht, ne? War eine epische Waffe, aber wieder keine schöne. Das sind immer so Sniper und so. Ich finde sehr selten Maschinengewehre. Ich meine, ich kann die gut verkaufen, da kriege ich halt gut Credits mit, ne? Aber ich will ja was zum Fighten. Gerade eine Mülldings mit aufgenommen.
Jetzt hörst du nichts mehr. So. Jetzt gucke ich mich mal um. Hier haben wir in der Wand einen Tresor, Lehrling. Let's go. Kannst du mal neu versuchen. Schade. Na, Credits. Trauma-Pack, okay. Tablet, ja. Brauchen wir aber nicht. Bisschen mal umschauen, ob wir hier noch Sachen finden, ne? Ich glaube, hier lag auch noch irgendwo hinten eine Leiche, die ich noch nicht geplündert habe, oder? Nee. Ich habe ja alles geplündert. Ja, das ist bestimmt so ein Schacht, wo Schmugglerware drin ist. Sag ich ja. Zack. Boah, alles geplündert, was geht. Dann geht's wieder raus. Aufgabe ist ja eh erledigt. Aber ich mag die Aufträge hier vom, von diesem Sheriff Department oder was das da ist. Alter. Einfach so eine fette Base drauf. Hallo. Hier kriegt man viele Missionen zum Kämpfen, das finde ich geil. Willkommen an Bord. Die Gepäckablagen befinden sich über den Sitzen. Dude, tu nicht so, als wenn ich mich hier nicht auskenne. Das ist mein Raumschiff. Hör auf, mir mein Raumschiff zu erklären. Dann werde ich ja gleich richtig sauer. So. Lunara. Wenn du nicht antworten willst, ist das in Ordnung. Hast du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cora?
Abwehrvorgang eingeleitet. Genau so eine gute Vorbereitung sein wie für dich. Du leistest richtig tolle Arbeit, Kira. Stolz auf dich. Was hältst du von einem Einheit bei unserer nächsten Landung? Wieso? Ich mag meine Sachen. Aber vielleicht ein neues Buch? Okay, wir müssen ein bisschen latschen. Nein. Sorry, ja, genau, du bleibst schön hier. Gar kein Bock auf dich, Typ. Gucken, was jetzt hier abgeht bei der Mission. Wie er einfach abhauen will wie ein kleines Kind. Nee, der will mir nachlaufen. Und der nervt total, weil der im Kampf immer im Weg rumsteht und so. Da habe ich halt gar keinen Turn drauf. Zack. Ausführen. Thank you.
Guck mal, haben wir auch noch direkt weggeballert, die Geschütze. Was heißt, bringen wir zu Ende? Wo? Ist hier jemand, der was zu Ende bringen will? Ich geh mal rein in die gute Stube. Rein in die gute Stube. Aua! Ziel neutralisiert. Digga, der Damage. Holy shit. Lädst du wieder nicht nach, Kollege? Jetzt knallt es doch. Da. Weiter schießen! Brauche ein Ende! Digga, der Damage, ne? Das ist ja nicht mehr feierlich. Also, was ich hier an Medikits schlucke und alles, ne? Wie viel habe ich denn noch? Traumapack, 7 Stück. Einer um die Ecke, oder? Ne, der ist rausgegangen. Wir sind jetzt hier.
musste aufpassen, den 50er darf ich nicht aus dem Augen lassen. Der wird mich sehr schnell niedermähen. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich von dem 50er hier eine gute Waffe kriege, ey. Leider gar kein Glück, ne? Schon schön gern jetzt mal ein neues Kaliber, womit ich auch mal ein bisschen mehr Damage austeile. Bei denen hänge ich dann doch schon ganz schön lange. So, hier ist die Chest. Auch nicht die Weltrunde, ne? Hatte ich leider nicht sehr viel Glück beim Looten. Sowas ist immer wichtig. Immer die Schränke öffnen und reinschauen. Da kann nämlich mal mit ganz viel Glück was richtig Schönes plötzlich drin sein. Wie gefällt dir Starfield? Ich find's sehr geil, Ben. Ich find das ein sehr, sehr, sehr geiles Game. Uns zuverlässig vor dem sicheren Tod. So. Wart. Bisher jedenfalls. Vorflugcheck abgeschlossen. Sind im Orbit. Was jetzt? Oh. Nikola-System. Da fliegen wir direkt rüber. Hier spricht Faradays Budget Tours. Einige Leute auf dem Schiff wollen mit einem richtigen Captain sprechen. Wäre schön, wenn du... Sehen, was es zu sehen gibt. Papa, meinst du, Solomon Coe hätte mich gemocht? Bestimmt. Ich mag doch schließlich jeder. Meinst du, er hätte dich gemocht? Wenn man deinem Grandpa glauben darf, hätte ich von Solomon Coe was hinter die Ohren bekommen. Aber er hätte den Mann gemocht, der es berührt. Du bist Geschichte. Er ist
sind weg. Schalte sie aus. Sie können nicht mehr springen. Präzise angedockt. So muss das sein. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch Feines? Gar nix. Hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Ich glaube, da draußen sind noch mehr von ihnen. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Es ist noch nicht sicher. Jo, dann machen wir es noch sicher hier. Warte, einer ist abgehauen. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier unten am Rumlaufen. Down. Hat er sich hier oben versteckt oder was, der Drecksack? Ja, jetzt soll es auf jeden Fall sicher sein. Ja. Ich dachte, ich wäre erledigt. Tot. Ihr Ranger seid der Hammer. Pass auf dich auf. Ich gebe mein Bestes. Jetzt brauche ich erstmal eine schöne lange Dusche. Danke. Entnommene Organe. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Weg hier rausfinden. Ei, 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 ei. Muss ich da komplett hoch?
Hier. Sehr schön. Willst du das haben? Hey. Was gibt es? Die passen schön auf mein Raumschiff auf. Das finde ich gut. Das machen wir jetzt als nächstes. Die Farm. Entkoppeln abgeschlossen. So. Ja, hier. Zack. Oha, krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie diese Farmen aussehen. Landeanflug. Alles im grünen Bereich. Unsere Zukunft als Spezies im Weltall. Zähen Pionieren wie diesen ab. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten. Mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen. Haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies. Also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Gibt es einen Grund, warum sie ausgerechnet an dieser Farm Interesse haben könnten? Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Dann würde ich sagen, let's go. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge. Alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ach, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Ach, hör auf, mich voll zu labern. Ich bin derjenige, der hier die Befehle gibt. Du bist einfach nur ein nerviges Anhängsel, was ich leider mitnehmen muss.